Wenn Sie vermeiden wollen, demnächst nicht mehr über Antenne fernsehen zu können, sollten Sie sich rechtzeitig vorbereiten. Die Übertragungsmöglichkeiten für das Antennenfernsehen werden reduziert. Gleichzeitig wollen immer mehr Zuschauer ihre Fernsehprogramme in HD-Qualität sehen. Aus diesem Grund wird DVB-T, das Überallfernsehen, vom neuen Standard DVB-T2 HD abgelöst. Er kombiniert die Übertragungstechnik DVB-T2 mit dem Videokodierverfahren HEVC. Das bedeutet kleine Antenne, großes Fernsehen. So können die Bildinhalte effizienter verpackt und transportiert werden. Künftig sind mehr Programme zu empfangen, bei besserer Qualität überwiegend in HD. Das grüne DVB-T2 HD-Logo zeigt, welche Geräte die neuen Mindestanforderungen erfüllen, um alle Programme empfangen zu können. Mit entsprechenden Receivern oder Set-Top-Boxen können bestehende Fernsehgeräte aufgewertet werden. Viele neue TV-Geräte sind bereits einsetzbar. Die öffentlich-rechtlichen Programme sind immer unverschlüsselt und ohne laufende Zusatzkosten empfangbar. Die Kosten für die terrestrische Verbreitung werden aus dem Rundfunkbeitrag gedeckt. Der Großteil der privaten Programme in HD wird verschlüsselt und wie bei anderen Empfangswegen auch nur gegen ein monatliches technisches Entgelt zu empfangen sein. Hierfür ist ein zusätzliches Entschlüsselungsmodul für die Plattform Freenet TV erforderlich. Es gibt auch Set-Top-Boxen, in die das Entschlüsselungsmodul bereits integriert ist. Bitte beachten Sie, dass alle HD-Programme künftig nicht mehr in Standardauflösung SD ausgestrahlt werden. Unter Plattform ist ein kostenpflichtiges Paket privater Fernsehprogramme zu verstehen. Geräte ohne grünes DVB-T2 HD oder Freenet-TV-Logo sind technisch nicht in der Lage, diese Programme zu empfangen. Seit dem 31. Mai 2016 gibt es im Rahmen einer ersten Stufe die Programme Das Erste, RTL, Pro7, Sat1, Vox und ZDF in vielen Ballungsräumen in HD. Am 29. März 2017 beginnt in Deutschland der Regelbetrieb von DVB-T2 HD in den Ballungsräumen. Zeitgleich endet dort jeweils der Großteil des bestehenden DVB-T-Angebotes. Anschließend wird schrittweise ausgebaut. In vielen Regionen sind dann öffentlich-rechtliche und private Programme verfügbar. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird bis Mitte 2019 weitere Regionen auf DVB-T2 HD umstellen und schließt damit den Umstieg bundesweit ab. Informieren Sie sich rechtzeitig, dann steht dem Fernsehvergnügen auch künftig nichts im Wege. Denn kleine Antenne, großes Fernsehen. Weitere Informationen finden Sie auf www.dvb-t2hd.de.